Ich freue mich sehr, Ihnen heute das neue Mitglied der Produktfamilie Exportfinanzierung vorstellen zu dürfen, eSpeedTrack. In vielen Kundengesprächen habe ich mitgenommen, dass unsere Exporteure in Österreich mit Finanzierungsvolumen ab 10, 15 Millionen keine Freude haben. Sie wünschen sich eine Bank, die sie auch bei kleineren Volumina begleitet, um ihre Exporte mit attraktiven Finanzierungsangeboten zu versehen. Und da kommt nun eSpeedTrack ins Spiel. Wir haben an vielen Schrauben gedreht, um es möglich zu machen, dass wir auch für Finanzierungen zwischen 2 und 10 Millionen in über 40 Ländern weltweit Finanzierungen anbieten zu können. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Plattform gegründet, mit einem Online-Fragebogen versehen und fragen dort alle notwendigen Daten ab, die wichtig sind, um einerseits mit der ÖKB in Diskussion treten zu können und anschließend ein attraktives Finanzierungsangebot versenden zu können. Diese Plattform kann ein Exporteur genauso wie ein Importeur nutzen, um hier für sich selbst das optimale Finanzierungsangebot erfragen zu können. Die Plattform ermöglicht es uns, rasch, effizient, einmalig alle Informationen zu erhalten, die wichtig sind. Dieses, wie Sie wahrscheinlich kennen, oftmalige Hin- und Herschicken von E-Mails und Nachfragen fällt somit weg und wir sind rascher am Ziel. Die ÖKB ist ebenso an diese Plattform angebunden und ist so in der Lage, alle Daten zum selben Zeitpunkt wie wir als Bank einsehen zu können und mit uns gemeinsam das Offert zu erstellen. An welcher Schraube haben wir noch gedreht? Wir haben versucht zu standardisieren, wo nur möglich. Wir haben unsere internen Prozesse analysiert und verbessert. Wir haben unsere Kreditverträge standardisiert, um so optimale Voraussetzungen für einen raschen Geschäftsabschluss schaffen zu können. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Digitalisierung war das Thema eKYC und Videoidentifikation der Kunden. Gerade in der Corona-Krise haben wir gesehen, dass durch den Reisestopp eine Identifikation unserer Kunden undenkbar gewesen wäre und wir so unsere Finanzierungen stoppen hätten müssen. Und genau das wäre das Gegenteil von dem gewesen, was unsere Kunden in dieser Zeit gebraucht haben: Liquidität und Sicherheit bei ihren Investitionen. Und wenn wir nun sehen, dass die Exportwirtschaft 60% zum österreichischen BIP beiträgt, dann kann man sich ausrechnen, wie wichtig dieses Thema ist. Im Übrigen, eSpeedTrack bieten wir gemeinsam mit unseren Raiffeisen Landesbanken an, um so noch mehr Exporteure erreichen zu können. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass wir eSpeedTrack auch mit anderen Exportkreditagenturen anbieten, etwa den Nordischen, den Schweden, den Finnen, aber auch der deutschen Euler Hermes und der französischen BPI France. Ich hoffe, ich konnte Ihnen eSpeedTrack ein wenig näher bringen, Sie neugierig machen und lade Sie ein, in einem persönlichen Gespräch Ihnen weitere Details geben zu dürfen.